Lina sucht den Bahnhof und schnell findet sie ihren Zug. Dort steht mein Zug, freut sich Lina. Sie steigt ein. Auf ihrer Fahrkarte steht Sitzplatz Nummer 16. Sie sucht ihren Platz und liest die Zahlen. 13, 14, 15, 16. Ich habe den Sitzplatz Nummer 16, aber hier sitzt ein junger Mann, denkt Lina. Guten Tag. Entschuldigung. Ich glaube, das ist mein Sitzplatz. Du hast recht. Tut mir leid. Ich nehme die Nummer 15. Der Sitzplatz ist frei. Ich bin Stefan. Und wie heißt du? Ich heiße Lina. Woher kommst du? Ich komme aus Köln, aber ich arbeite auch manchmal in Barcelona. Und du? Woher kommst du? Du kommst nicht aus Deutschland, oder? Oh, toll! Nein, ich komme aus Madrid und ich besuche meine Freundin Anna in Köln. Ich finde Deutschland sehr interessant. Spanien ist auch sehr schön. Das stimmt. Sprichst du Spanisch, Stefan? Ich spreche leider nur ein bisschen Spanisch. Im Büro spreche ich immer Englisch. Und ich habe keine Zeit für einen Sprachkurs. Du sprichst sehr gut Deutsch. Warum kannst du so gut sprechen? Danke. Ich lerne seit ein paar Monaten Deutsch in der Online-Sprachschule Todo Alemán. Die Lehrer sprechen Deutsch und Spanisch. Ich kann die Grammatik sehr leicht verstehen. Ich finde, Deutsch lernen macht viel Spaß bei Todo Alemán. So heißt die Schule? Ja. Das ist toll. Es funktioniert. Dein Deutsch ist sehr gut. Hast du Hunger? Ich habe hier 2 Äpfel. Möchtest du einen Apfel essen? Nein, danke. Ich habe keinen Hunger. Ich trinke gleich mit meiner Freundin Anna einen Kaffee und vielleicht essen wir auch einen Kuchen. Stefan und Lina sprechen fast die ganze Zugfahrt. Dann schaut Lina aus dem Fenster. Eine Frau joggt auf der Straße und Kinder spielen mit einem Hund. Sie freut sich auf ihr Leben in Deutschland. Aber sie ist auch ein bisschen nervös. Sind alle Leute hier nett? Und finde ich schnell neue Freunde? Spreche ich schon gut Deutsch? Dann sagt Stefan etwas. Oh, wir sind da! Wir müssen aussteigen. Herzlich willkommen in Köln! Lina nimmt ihre Koffer und ihren Rucksack und steigt aus dem Zug. Das Wetter in Köln ist super. Der Himmel ist blau und die Sonne scheint.
In Deutschland regnet es nicht immer, denkt Lina und lacht. Lina schaut nach links und nach rechts. Wo ist Anna? Plötzlich hört sie eine Stimme. Lina, hallo, willkommen in Deutschland. Hallo Anna, danke. Anna umarmt Lina und lacht. Jetzt steigt auch Stefan aus dem Zug. Ach ja, das ist Stefan. Hallo Anna, freut mich. Aber ich muss jetzt Tschüss sagen. Ich arbeite in einem Reisebüro und mein Chef wartet schon auf mich. Wir organisieren Reisen nach Spanien. Die Deutschen lieben Spanien. Tschüss, Lina. Tschüss, Anna. Lina, du hast meine Handynummer. Tschüss, Stefan.